Wir haben uns kritisch gefragt, welche Möglichkeiten im sozialen Wohnbau liegen. Es muss doch eine Alternative geben zwischen den anonymen Blockverbauungen ohne Wahlfreiheit für den Einzelnen und den Zersiedelungen an den Stadträndern. Wir leben hier jetzt schon 40 Jahre fast zusammen. Der eine, der macht nie die Wohnungstür zu und der andere, der lässt immer die Katze in den Hof. So. Also, wir grüßen uns noch immer. Diese alte Idee des Dorflebens, so jeder hilft jedem, man schaut aufeinander, man kennt sich, man hilft zusammen. Diese Idee sollte da verwirklicht werden. Wir haben 1600 Quadratmeter Gestaltungsspielraum, das hat man in einer Wohnung einfach nicht und auch in einem Einfamilienhaus hat man das nicht. Viele Leute haben auch Angst vor dieser Gemeinschaft, sozusagen Gemeinschaft, oder eben Angst vor mitdiskutieren müssen, sich einbringen müssen. Jeder Werbeauftritt von der PG versunkener Hof. Bei mir war es eigentlich eher so, dass ich als Kind eher alle anderen Wohnformen sehr ungewöhnlich empfunden habe. Da habe ich die Kinder eben immer ein bisschen bemitleidet, weil ich mir gedacht habe, die sind arm, weil die können sich jetzt nicht mit so vielen anderen Kindern treffen. The big black cloud covers the whole sky. Im jugendlichen Wahnsinn, das habe ich mir mal darauf gesetzt. Und wenn man so schaut, wie hoch das da ist, wird es mir ganz schwindelig. Darauf gesetzt, Füße runter baumeln lassen, ja, mir gehört die Welt so. Ne? With all its joy.